Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ich tue gerade hier nochmal schnell einen von diesen Conductivity Iron Dingern da durchbrennen, weil wir haben ein zu wenig, um dreimal das Zeug zu machen. Und das wäre doch ziemlich schade. Ne, wie oft brauche ich das Zeug? Warte mal. Wir brauchen Ender Arrow. Ender. Jetzt finde ich es wahrscheinlich wieder in der Liste nicht. Das wäre so typisch wieder. Das habe ich vorhin auch nicht geschafft. Doch hier, warte mal, hier. Da gibt es voll viel Redstone Conduit. Und hier gibt es die Energy, die ganz hohen. Und das sind die ganz normalen. Das ist ein Item Conduit und das sind die Fluid Conduits. Und wir brauchen aber die hier. Die brauchen genau eine. Ja, okay, das geht sich voll gut aus. Oder dreimal können wir die jetzt herstellen. Fürs erste ist das genug. So, jetzt schauen wir mal. Schon rein theoretisch müsste ich doch mit dem hier umstehen können. Ja, perfekt. Bedeutet, das heißt jetzt erstmal alle Sachen mitnehmen. Dann halt so, ist doch gut. So. Wir brauchen jetzt da oben eine kleine Stromversorgungsanlage. So. Du gibst nur Strom ab. Ich habe immer nur Platz für zwei Sachen. Eklig. So. Ah, schön, dass der Aloy-Smelter Configurated sein Zeug mitnimmt. Nee, wir tun jetzt erstes. Wo ist er denn? Der nimmt nur. Da oben ist er, so. Der Pivo, bla bla bla. Der nimmt auch nur. Und du wirst auch abgebaut. Du nimmst auch nur. Ach stimmt, du bräuchtest vielleicht mal wieder Lava, ne? Perfekt, wieder voll, damit der jetzt auch genug Energie produzieren kann. Und dann kommt ihr beide noch mit. Einmal natürlich der Charger. Das ist natürlich die Frage, nimmt das Teil die Energie an? Das ist jetzt die große Frage, nimmst du die? Ja. Aber halt von oben. Der braucht wieder eine extra Wurst. Einnehmt. Ich hoffe, der andere ist nicht so kompliziert. Das wäre jetzt sonst kacke. So, und du auch. Brauchen natürlich einen Strompuffer demnächst auch mal. Ja, du bist normal. Gut. So. Nee, du nimmst auch noch Strom. So. Bedeutet, hier passt jetzt das so hin. Kann ich den rein theoretisch da oben draufstellen? Hat er die gleich? Ja, jetzt füllt er den an. Super. Schön. Schöne Sache, schöne Sache. Bedeutet, wir haben immer so ein bisschen Zeug auf Reserve. Und rein theoretisch kann ich jetzt, die ganzen Sachen sind voll mit Strom. Und wenn ich mir jetzt hier so ein, aus der Kiste zum Beispiel unsere Surtis Quartz Teile rausnehme. Und hier hochgehe. Und sage, wir wollen einen davon machen. Ja, schön, die sind geladen. Auch schön. Es funktioniert. Wir sind elektrifiziert. Dann machen wir jetzt mal 10 von den Teilen. Von den elektrifizierten, weil es einfach gerade so schön ist. Es ist ein Moment, auf den wir alle gewartet haben, denn wir können jetzt auch Strom durch die Häuser durchleiten. Wenn wir hier oben erst... Weißt schon, hier sind ja nur die Arbeitsflächen. Aber in Zukunft können wir halt damit extrem schnell alles herstellen, was wir brauchen. Und durch diese Stromtechnologie kann man schon sagen, wir haben hier einen großen Smelter und alles. Das ist ja unser Smelter hier. Das ist der Powered Furnace Alloy Smelter. Wir müssen jetzt einen Grinder bauen. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine geniale Idee. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir haben ja hier die Mühle. Grinder. Bedeutet, wir brauchen eigentlich nur so einen Grinder. Oder heißt es Grinder?
Was ist denn das? Ein... Eisen mache ich aus Iron Dust. Und Iron Dust kann ich im Pulverisierer machen. Im Pulverisieren. Dann suchen wir doch mal den Pulverisierer. Pulvi... Da ist der Pulverisierer. Den können wir rein theoretisch schon bauen, ne? Ich glaube, so viel Zinn haben wir aber nicht. Ne, da fehlt uns noch zwei. Haben wir keinen Zinn mehr, Tin? Ja, das schaut schlecht aus aktuell. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Maschinenblöcke haben. Wir haben sogar Strukturen. Hä, was habe ich denn hier eigentlich angestellt? So, der MX... jetzt habe ich noch mehr Kisten. Eieiei. Warte mal, wir können jetzt rein theoretisch hier noch ein bisschen Zack machen. Alter, wie geil, wir haben Strom. Wir sind technologisch eine Stufe weiter nach oben gestorben. Wir essen jetzt ein paar weiße Rüben. So schaut's aus. Bitte ein paar Flecke. Dann lässt du doch auch was. Was ist denn das andere, was ich eigentlich geholt habe? Winterkürbis. Ich esse jetzt noch drei Erdbeeren. Wir nehmen noch ein paar mit auf Reserve. So. Falls wir nachher Hunger kriegen. Denn wir müssen jetzt mal wieder bei den Ender... Eigentlich... Oh, ich will einfach das machen. Dafür brauche ich wieder Zinn. Das müsste ich echt wieder suchen, ne? Zinn. Weil die Kupferräder, es ist ja absolut kein Problem. Das ist auch gerade absolut kein Problem. Ein Kolben, easy, ganz schnell gemacht. Es geht eigentlich nur um das Zinnrad. Aber kein Zinn doch, kann dafür auch nicht so schwer sein zu finden, oder? So ein bisschen blödes Tin. Bisschen blödes Zinn kann auch nicht so weit weg sein, oder? Zinnohr, da haben wir es doch. So, ein bisschen abgesichert. Wir nehmen das Zinnohr jetzt mit, tun das gleich mal durch. Ja, das reicht auch für die nächste Zeit. Problem gelöst. 9 Zinnohr macht 18 circa. Ein Restohr. Ziel erreicht. So schnell haben wir wieder alles gemeint. Jetzt gehen wir wieder raus. Was ist das? Das ist Zinkerz. Was? Ach, guck mal, die Kuh ist jetzt auch mittlerweile erwachsen. Wie schaut eigentlich mit dem Wasser aus? Oh ja, den sollte ich vielleicht auch mal wieder nachfüllen. Machen wir das noch schnell, bevor es dunkel wird. Da müssen wir uns auch was überlegen, dass wir das vielleicht... Da, die sind nicht schon halb verbrannt, die Viecher. Die Tiere brauchen nicht auf jeden Fall Wasser. Und das können wir denen halt nur so geben. Mal, die legen sich auch hin? What the fuck? Okay, jetzt hat erstmal eine Runde schlafen. Und dann tun wir das Zinkerz einmal, das Tinnerz einmal durchdrehen und dann können wir nicht die Mühlen elektrifizieren. Yes! Oh Gott, das ist ein gutes Gefühl. Zinnohr, zack, zack, zack. Und einmal durchdrehen. Das ist... Raum, warte mal, jetzt mal schnell hier das Holz dann noch zum Brennen rein. Oh, das Gefühl ist gerade. Ich hatte so richtiger Stolz, dass ich es endlich habe, den Strom. Dann haben wir einen Pulverisierer, dann geht alles nochmal 3000 Mal schneller und alles einfacher. So, jetzt haben wir genau hier das Zinnohr, das wir brauchen. Ich tue mal schnell das Zeug, das wir eigentlich nur für den anderen Schmarrn brauchen, weg.
Genauso wie. Oh, da haben wir noch tonnenweise Ablayers-Hoops. Und dann können wir alles von dem Pulverisierer nach oben legen und Ruhe. Ha, oh, was für ein gutes Gefühl. Warte, wir können gleich mal die Kopper-Zahnrädchen machen. Davon brauche ich ja 2 Stück, wenn ich mich nicht irre. 2 Kupferzahnräder. Habe ich Kobbel dabei? Nee, habe ich nicht. Wir nehmen mal 4 zur Sicherheit mit, um den Kolben zum... Ah, da fehlt mir jetzt Eisen für. Das können wir ja schnell machen. Wir haben ja alle möglichen nötigen Sachen, um das zu erstellen. So. Nein, was mache ich denn? Das war jetzt dumm. Nicht nur dumm, sondern noch dümmer. Leute, ich muss noch einmal kurz hier an der Kurbel drehen. Jetzt haben wir schon mal für die Zukunft, das sind ja die Zellen, wo ich Uran rein tue, oder? Huch! Ich muss eh noch Sand holen, glaube ich. So, jetzt haben wir... Wir haben noch einen zweiten Versuch bekommen. So, jetzt tue ich dich rein, dich hier raus. Jetzt tun wir hier schnell den Kolben herstellen. Gleich noch das Teil hier. Das Gold jetzt wieder für. So, ich will eine Kiste wieder reingetan. Ich brauche eh noch Sand. So, haben wir unseren Sand. Was Gold denn? Da haben wir ein Gold. Zack, zack. Schon wieder Sand dabei. Achso. Warum hole ich eigentlich immer Sand, wenn ich Sand habe? So. Und jetzt schauen wir mal. Ich brauche nochmal 4 Eisen, ne? Ein Eisen. Jawohl. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Feuerstein. Ich habe nur einen Feuerstein als Bob. Da sind doch 2 Feuersteine. Wusste ich doch, dass ich nicht nur... Als ob man in diesem Spiel nur einen Feuerstein hat. Das wäre ja schon mal die größte Verarschung ever. Doch ein Zinnrad. Ach nee, habe ich nicht mal gemacht. Ah ja, stimmt. Da war ja ein Vorfall. Jetzt war ich kurzzeitig echt verwirrt. Und jetzt kann ich den Pulverisierer bauen. Yes. Oh. Nehmen wir mal das ganze Eisen mit. Das mag ich jetzt mir live eigentlich anschauen. So, ich tue hier den Pulverisierer hinstellen. Tu ihm mit dem Ranch sagen. Ich finde es toll, dass die zusammenarbeiten, die Ranches. Nur so geht das. Ah, nee, warte, ich will dich umdrehen. So, danke schön. Ich schalte die ganzen Seiten aus. So, jetzt hat der Strom und jetzt haue ich da das Eisen rein. Boah, der wird laut! Und Hex, da kommt unser Iron Dust raus. Geil. Unsere Technik-Ecke ist fertig, Leute. Fürs Erste halt, ne? Wir haben genug Energie für das Erste. Jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, dass wir von Ender.io... Ich muss ja wieder Add eingeben. Ender.io. Haben wir ja hier die Capacitor Banks irgendwo. Wo waren denn die? Power Buffer? Nee. Wire Charger? Nee. Jetzt finde ich den Scheiß schon wieder nicht. Geben wir weniger als Ender.io, sondern hier. Da finden wir es sicher. Wo sind sie denn? Also so viel
ist auch nicht die Powerwaffe anwendet. Nee, nee. War das nicht von Ender.io? Ich bin mir relativ sicher, dass das von Ender.io war. Gehen wir nochmal Energy ein. Energy. Energy Field Provider, was? Bank, wenn ich Bank eingebe? Ender, da haben wir sie doch. Doch von Ender.io. Basic Capacitor Bank. Die sind relativ easy zu machen. Da brauche ich 4 Stück von. Ein Block of Redstone und Eisen. Ich brauche 2, 4, 8 davon. Dann hätte ich eine Strombank auch fürs Erste. Ich muss noch Grace of Infinity ein bisschen machen. Aber dann können wir zum Beispiel eine Bank anschließen, die, wenn der mal leer geht, was ja jetzt nicht unbedingt die Sache ist, die nicht passieren kann. Also der halbe Tank ist ja schon wieder leer und wir wissen ja, wie viel in so einem Lavateil drin ist. Dann haben wir auf Power gespart. Alter, was? Nickel kriegen wir sogar raus? Wie geil ist das denn? Jetzt können wir in Zukunft dann jetzt zum Beispiel eine Leitung machen und den hier dazusetzen. Ah ne, warte mal, das ist der falsche. Dann ihm sagen, hey. Na, da kann man hier wahrscheinlich so einen Pull oder Push machen. Da soll er pullen. Und dann kann der direkt das Zeug verbrennen. Und dann haben wir direkt eine Fabrik stehen. Und somit dann alles ins Lager reinpumpen. Oh, da kann man so viel machen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.